Ich hab's geschafft, ich hab endlich in London Hadestown gesehen, nachdem hunderte von Leuten in den Kommentaren gesagt haben, mach doch mal was zu Hadestown. Als ich aus der Show kam, habe ich direkt den beiden von On Offstage im Musical Podcast eine Sprachnachricht gemacht, beziehungsweise mehrere und sie zugebombt damit, weil ich wusste, sie sind absolute Hadestown Fans. Und sie hat mich gefragt, wie ich's finde. Und lass mich so viel sagen, es juckt mich überhaupt nicht. I did not like it. Ich höre mir heute mit euch diese Sprachnachricht nochmal an und reagiere darauf. Und nein, warum, was war meine Kritik und was hat sich auch verändert in meinen Ansichten? Denn Spoiler Alert, Stand jetzt bin ich obsessed mit der Show. Wie es dazu kam, das finden wir jetzt raus, also let's go. Orpheus was a poor boy, but he had a gift to give. He could make you see how the world could be. Fangen wir erstmal damit an, was ist Hadestown? Hadestown ist ein Musical, das Anais Mitchell 2006 angefangen hat zu schreiben und bis 2019 gebraucht hat, bis es endlich an den Broadway kam und da aber für 14 Tonys nominiert wurde und 8 davon gewonnen hat. Hamiltons Schnitt war 16,11. Nein, nein, man sollte nichts vergleichen. Inhaltlich geht es um die griechischen Mythen, wie Hades und Persephone zusammengekommen sind und Orpheus und Eurydice und die beiden Geschichten so ein bisschen parallel nebeneinander erstellt. All das in einer postapokalyptischen New Orleans-Variante der Welt, die sehr influenced von der Depression-Era, also 1930 rum ist, wo die ganzen Industrien aufkamen und Leute sich totgearbeitet haben, weil sie von morgens bis abends in irgendwelchen Fabriken waren. Hat sich was verändert in den letzten 100 Jahren? Not really. Ich bin lang um Hadestown rumgekommen, auch weil ich wusste, dass es musikalisch überhaupt nicht meins ist. Ich hasse Jazz. Wirklich zu einem Extent, dass ich La La Land geguckt habe und war danach so, okay, I get it. Mir wurde in einem Film über 2 Stunden erklärt, was an Jazz toll ist, dass es nicht nur Fahrstuhlmusik ist, aber ich brauch's trotzdem nicht in meinem Leben. Zum anderen hasse ich griechische Mythologie zu einem Extent, dass ich finde, wenn es eine Sache nicht mehr braucht, dann Retellings griechischer Mythologie. Und vor allem nicht im Musical-Bereich. Ich glaube, allein die Orpheus-Geschichte habe ich damit jetzt zum dritten Mal als Musical gehört. Eins davon war mit, dass ich damals schon als Workshop 2017 in London gesehen hatte, was sich mit Orpheus und Eurydice und den 3 Fate-Frauen beschäftigt. Myth nicht zu verwechseln mit Mythic, dem anderen Musical, das sich mit Persephone und Hades beschäftigt. Dazu haben wir noch Lightning Thief, das Percy Jackson Musical, Hercules gerade in Hamburg. Dieses Epic Ding auf TikTok, wo ihr mich alle mit Zuballett macht. Sag doch mal was zu Epic. I don't want to, weil es mich nicht weniger interessieren könnte. Ihr merkt, ich war vielleicht schon etwas voreingenommen, was Hadestown anging. Zumal es auch diese riesen Fanbase um Hadestown gibt, die mich schon immer so einen Schritt zurückgehen lässt, weil ich immer denke, wenn ich zu sehr vorgehypt werde, habe ich schon immer keine Lust, das anzugucken. Zum einen, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht neutral drauf einlassen. Zum anderen, weil die Erwartungen so hoch sind, dass es jedes Stück schwer hat, mit der höchsten, besten Erwartung und mit Superlativen zu konkurrieren. Darum stapel ich immer, wenn ich jemanden Hamilton zum Beispiel empfehle, relativ niedrig und sage, es ist eine Geschichte über amerikanische Geschichte, aber die Musik ist ganz cool und ich mag das Drama, aber guck sie am besten selber an und bild dir eine Meinung. Viel besser als, oh mein Gott, es ist das beste Musical aller Zeiten. Well, ich sag nicht, die ganze Hadestown-Fanbubble ist so, aber viel, was ich davon mitbekommen habe. Aber ich habe mir gesagt, sobald ich die Chance habe, es mal live zu sehen, werde ich es mir auf jeden Fall angucken. Weil ich einfach finde, wenn du ein Musical live siehst, ist die Musik und das Drumherum, die Thematik eigentlich zweitrangig, weil du, wenn du in The Room Where It Happens bist, du reingezogen wirst. Und da wirkt nochmal alles anders, wenn du einen dunklen Raum um dich hast und dich nur auf die Bühne konzentrierst und dich voll und ganz auf die Sache einlässt. I did, denn es ist seit Februar 2024 endlich in London, 5 Jahre nach dem Broadway. Dabei hatte Hadestown 2018 sogar nochmal einen Run vor dem Broadway als kind of tryout in Kooperation mit dem National Theater. Seitdem hat sich aber auch nochmal eine Menge geändert. Das heißt, jetzt sehen wir hier die finale Broadway-Version, trotzdem mit einigen Twists, wie zum Beispiel, dass alle Darsteller in ihren eigenen Dialekten singen und sprechen. Also irisch, schottisch, you name it. He said that you can go. Aber kommen wir jetzt endlich zu meinen Sprachnachrichten, die ich on offstage geschickt habe. Okay, wir hören mal rein in die erste. Hallo. Ja, ich weiß, ihr seid ja riesen Hadestown-Fans. Ich nicht so. Ich kein Geheimnis, ihr wisst jetzt alle warum. Und nach dem ersten Akt dachte ich, what the actual fuck, so, es juckt mich überhaupt nicht. So war es halt wirklich gewesen und gerade auch wegen den Dialekten, von denen ich gerade gesprochen habe, habe ich auch wirklich viel nicht verstanden und es war eins der wenigen Musicals, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal war, dass ich wirklich in der Pause da saß, mir den Wikipedia-Artikel nochmal durchgelesen habe, weil ich dachte, habe ich wirklich alles gecheckt? Ich saß in den Stalls relativ weit vorne und ich glaube, darum hat sich auch das Orchester ein bisschen mit dem Soundmix überschrien, dass ich vieles akustisch nicht so gut verstanden habe, plus die Dialekte. Ich bin einfach kein Muttersprachler, ich kann fließend Englisch sprechen, aber sobald sich alle Dialekte mixen, muss mein Hirn dauernd hin und her jumpen. Besonders wenn ich nur zu Besuch in London bin und nicht langzeitig Englisch spreche, ist es immer wieder ein Switch, den ich umlegen muss in meinem Kopf. Darum nochmal New York Theater Guy gelesen, was muss ich wissen vorher? So last second, wenn du so merkst, oh shit, ich hätte mich besser vorbereiten müssen in der Klausur.
Klausur, das war the mood. However, der zweite Akt, also eigentlich der dritte Akt, ne, also storytechnisch gesehen, der dritte Akt, wo sich alles auflöst, alles zuspitzt, so, der hat mir richtig gut gefallen, aber trotzdem dachte ich, so viel missed opportunities, weil die Charaktere einfach so schlecht, also die nicht schlecht eingeführt sind, aber ich finde die emotionale Grundlage. Ich verstehe, was ich da meinte. Also, ich bin wirklich, der erste Akt hat ein riesengroßes Problem, nämlich, dass er basically die erste Regel von Storytelling bricht und das ist Show, don't tell. Es ist all tell, no show. Du hast Hermes, also Hermes, der als Erzähler auftritt, die als Erzählerin auftritt, denn in London ist es eine weiblich gelesene Person. Actually, die Amme aus Aunt Juliet, die einfach so geile Lesbian Sugar Mama Vibes gegeben hat. I love it. Sie war wirklich grandios. Und trotzdem hast du jemanden, der die ganze Zeit kontinuierlich probiert, dir Kontext zu geben, Dinge zu erklären, Sachen zu kommentieren. Wir haben Songs, die nur da sind, um Sachen zu etablieren. Und das ist einer nach dem anderen im ersten Akt. Und ich glaube, da sind wir auch schon mit dem Problem, was ich ganz oft auch mit High-Fantasy-Geschichten habe. Wenn du irgendwas anguckst und das Gefühl hast, der Autor oder die Autorin möchte erstmal nur zeigen und erzählen, was sie sich Tolles ausgedacht hat. Hier hast du mythologische Figuren und das spielt jetzt aber alles in der Rail Station. Und Hades ist jetzt hier so ein riesen Industrieboss und so ein Big Meanie. Dann haben wir Orpheus, der aber hier so ein Poet ist und in dieser Taverne arbeitet, in dieser Railroad Station war. Und dann kommt Eurydice und in die verliebt er sich, aber die ist eigentlich so und so und hat das alles erlebt. Und dann gibt's ja noch Persephone und ich bin Hades und das sind die Worker hier und das ist das Setting. Und hier gibt's die Railroad, die führt zur Hadestown. Hadestown ist aber nicht die Hölle, weil die existiert neben der Hölle auch noch. Und du bist so, okay, infodump much. Daddy, chill. Es hilft dem Stück, dass es durchgesungen ist, dass du kontinuierlich Gerede bekommst. Das heißt, du kannst viel erklären und viel erzählen. Es fühlt sich trotzdem super clumsy an, wie die Geschichte erzählt wird, gerade der erste Akt. Im Programmheft stand, glaube ich, dass es von Lemise inspiriert ist, diese durchgesungenen Geschichten. Aber Lemise funktioniert einfacher, weil du weißt, es ist französische Revolution. Hier sind deine Charaktere, das sind ihre Aufgaben und du bist instant involved in ihren Geschichten, weil sie sofort Fehler machen, Dynamiken entwickeln, persönliche Ziele aussprechen und der Konflikt sofort etabliert ist. Schafft es Hugh Jackman vor Jared Butler abzuhauen? Ja, das kriegen wir hier nicht. Wir kriegen sehr viel Infodumps. Aber wir hören mal weiter. Ja, er ist so head over heels und he's that kind of guy, der dir instant einen Heiratsantrag macht. Aber es macht für mich keinen Sinn, warum sie darauf anspringt, so, weil er ein bisschen im Pub rumtanzt und so ist sie auf einmal auch in ihn verknallt. Und ich finde, es macht für mich nicht wirklich Sinn, weil ich da keinen emotionalen Anker zu habe. Das letzte Dritte ist super erzählt, aber die ganze Grundlage für diesen emotionalen Kern fehlt mir irgendwie. Ja, ich glaube, das war wirklich so einer meiner ersten Eindrücke, als ich es gesehen habe, dass ich das Gefühl hatte, die Liebesgeschichte baut sich überhaupt nicht auf. Ich meine, er kommt an, sagt ihr instant, hi, ich werde dich heiraten und dich mit nach Hause nehmen. Wer macht sowas? Außer ich, als ich Dennis kennengelernt habe. Ich bin ziemlich verknallt in dich. So, to be fair, ich kann schon relaten zu ihm. Auch dieses ganze Poetending, was sie ja abgeändert haben vom ersten Run aus London, wo er noch eher so ein Rock-Typ war, aber zu unsympathisch wurde. Und da die Zuschauer schon die Verbindung nicht so richtig gefühlt haben und sie darum eine Menge gereworked haben für den Broadway. Und das sehen wir jetzt, dass er halt eher der verletzliche Poet ist, der Träumer. Und Eurydice so ein bisschen die Zynikerin, Bad Girl, die Schlimmes erlebt hat und nicht mehr optimistische Hoffnungen in die Welt hegt. Das beides könnte sich so gut ergänzen. Aber unter all diesem Position-Dump von der Welt und von den Neben- und Zeitcharakteren wird das alles zugeschüttet dauern, weil wir regelmäßig emotionale Sprünge machen von der Beziehung zu non-emotionalen Fakten, die diese Welt betreffen. Ich musste super häufig auch an das Musical Bad Out of Hell denken, weil es im Kern die gleiche Geschichte ist. Der Poet, das Mädchen, der reiche Tyrann, seine Frau, die sich entzweit haben, die andere Liebe, die gerade zusammenkommt und die beiden Geschichten, die parallel erzählt werden. Nur hier funktioniert die Liebesgeschichte der Jugendlichen so viel besser, weil das jugendliche Thema viel besser ausgearbeitet ist. Es ist all action, es ist no talking, es ist expressionistisch, du bist übermannt von deinen Gefühlen, du kannst nicht kontrollieren, es ist nicht rational. Und all diese Themen sind in Hadestown, aber sie sind sehr steril diskutiert, in Worten, nicht in Taten. If that makes sense. Und trotzdem ist all das da, between the lines. Das ist das, was ich gemerkt habe, als ich später nochmal das Musical revisited habe in den letzten Tagen. Dazu komme ich später nochmal. Aber um es an einem konkreten Beispiel zu machen, dem Wedding Song, sehen wir, wie musikalisch impliziert wird, wie Eurydice sich in Orpheus verliebt, nämlich wie sie unten anfängt, aber dieses Glockenspiel immer ihr Interesse an ihm weckt und wieder fallen lässt. Ihr Pessimismus immer wieder in seinen Optimismus reingezogen wird und wieder zurückfällt. Im
Wenn man nur auf das Glockenspiel achtet, merkt man genau, wo schafft er sie zu beflügeln und wo zieht sie wieder zurück. Wo schleichen sich wieder Zweifel ein? Zweifel ist ja das große Thema des Stücks. Von daher würde ich schon sagen, es hat ein Level an Genialität, das ich beim ersten Gucken nicht verstanden habe. Und es war nicht das Einzige, was ich nicht verstanden habe. Let's hear. Und trotzdem habe ich das Gefühl, eine Menge verpasst zu haben. So, darum habe ich mir jetzt auch nochmal das Skript geholt, direkt so am Merch-Stand, und werde es mir nochmal komplett durchlesen. Ja, das ist ja ein Tipp, den ich euch schon mehrfach jetzt in meinen Videos gegeben habe und eine neue Liebe, die ich entdeckt habe. Music ist Skripte, und bei Hadestown bietet sich's noch mehr an, weil es halt komplett durchgesungen ist. Das heißt, ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Falls ihr es einfach nicht schafft, nach London zu gehen, könnt ihr hier das gesamte Stück lesen und auf Spotify, weil es durchgesungen ist, einfach parallel dazu den Soundtrack hören. Ihr seht, wie sind die Rollenverteilungen, was sind die Regieanweisungen, was passiert gerade auf der Bühne parallel. Und das hat mir so geholfen, nochmal tiefer in den Text einzutauchen, mich nicht so panisch lost zu fühlen in der Story und zu denken, fuck, habe ich das verpasst, dann mich da festzudenken, dann zu überlegen, wie finde ich das, weil, wie gesagt, es ist ein durchgesungenes Stück, es ist ähnlich wie bei Hamilton, wenn du einmal zu weit abdriftest mit den Gedanken, verlierst du ein bisschen den Anschluss der Erzählung. Und da die Erzählung viel chaotischer ist als Hamilton, was, glaube ich, mit den vielen Rewrites über all diese Jahre zu tun hat, hilft hier das Skript ungemein, um zu verstehen, was ist eigentlich zwischen den Zeilen. Ich habe noch kein Final Verdict, ich lese das nochmal und lasse das sinken, und eigentlich mag ich Poesie und poetische Sachen, nur wenn es irgendwie nur noch Breakdance macht und, wie gesagt, zu viel Überhand nimmt, weil man das Gefühl hat, nicht den emotionalen Kern zu treffen, dann finde ich es immer schwierig. Aber ja, es ist mir ein bisschen zu viel Getalk und zu wenig Emotionen. Ich glaube, das ist mein Zwischenfazit. All das, was ich gerade erzählt habe, bezieht sich mainly auf den ersten Akt, beziehungsweise gerade auf das erste Drittel, denn wir brauchen, glaube ich, 12 Songs Infodump, bis wir überhaupt zu einer Handlung kommen. Alles davor ist einfach nur Beschreibung des Status Quo, wie Sachen funktionieren, wie Dynamiken funktionieren, dass Hades kommt und Persephone wieder abholt in die Unterwelt. Das sind alles Dinge, die passieren jährlich in dieser Welt, und die beobachten wir einfach fast den gesamten ersten Akt. Nur das erste Mal, wo wirklich Handlung entsteht, ist wo. Zum einen natürlich, wo Orpheus Eurydice sein Liebesgeständnis macht, aber das ist keine Handlung, das setzt nichts in Bewegung, das ist ein Geständnis von Leuten, die mir gerade just begegnet sind. Da ist nur Konflikt. Der Konflikt kommt erst in Song 13, wo sich ein Sturm zusammenbraut und Eurydice in die Unterwelt geht und mit Hades praktisch das sichere Leben nimmt über die Vision der schönen Welt, die Orpheus ihr versprochen hat. Und hier erst entsteht der Konflikt, dass wir sagen, okay, wahrscheinlich liebt sie ihn auch einfach nicht groß genug, er hört ihr nicht richtig zu, er ist nicht da für sie, als sie ihn braucht. All das können wir nachvollziehen und verstehen. Aber als wir dann zu als der Song kommt, setzt die Handlung ein, und als wir im zweiten Akt dann wirklich diesen Konflikt ausgespielt bekommen, da geht das Stück erst wirklich los. Und da hatte ich auch weit mehr Spaß, und es ist so, dass ich sogar im dritten Akt des Dramaturgiebogens wirklich hart invested war und dachte, oh mein Gott, jetzt kommt alles zusammen. Wird er es schaffen? Funktioniert sein Song? Wird Hades die beiden ziehen lassen? I let them try. Was ist mit Persephone, die sich so einsetzt für ihn? Also auf einmal machen all diese Charaktere Sinn, die sich alle ergänzen. Aber all das Layout im ersten Akt hat wirklich so lange gebraucht und viel Geduld gekostet. Das war so meine erste Erfahrung. Als ich rausgegangen bin, war ich so, ja, der Schluss, der hat mir richtig gut gefallen. Auch all die Messages, die in Is It True zusammenkommen nachher, haben mich so gepackt und mitgerissen. Und ab dem Punkt war ich sold bis zum Ende. I believe that with each other we are stronger than we know. Und dann die Poesie zu begreifen, während ich das Skript nochmal auf dem Heimflug gelesen habe, gepaart mit dem Wissen, das ich mir parallel angeeignet habe über Mythologie. The River Styx, der Fluss ist, der durch die Unterwelt fließt, wird besungen mit The River Styx is a river of stones. Während aus diesen Steinen Hades wieder diese Mauer baut, um die Armut rauszuhalten. Dieses ganze Thema generell von Populismus, Herrschaft durch Angst, ist all das, was wir in der Trump-Era in Amerika gesehen haben und vielleicht bald wiedersehen, wenn er reelected wird. Ist all das, was wir gerade sehen, was mit Transmenschen passiert in unserer Welt. Dass Leute alienated werden, Angst aufgebaut wird, um einen falschen Zusammenhalt zu kreieren. Of course resonated das mit mir und diese Themen in dem Stück. Genau wie die ganzen Themen wie Me Too, die in dem Stück mit behandelt werden,
oder der Climate Change Debatte. Und wer mich kennt, weiß, dass ich auch ein Sucker für Poesie bin und Metaphern und eine Sache, die eigentlich eine andere meint, wenn sie später wiederkommt und immer alles zwei Dinge bedeutet. Aber in dem Stück, und vielleicht hat's mit der Entstehungszeit zu tun, wirkt's im ersten Moment too much. It's all over the place. Du schaffst es nicht beim ersten Mal gucken, das wirklich einzusaugen und zu sortieren. Und es braucht einen zweiten Visit und es braucht einen dritten Visit und es braucht das Skript und es braucht Videos, mit denen man sich darüber hinaus beschäftigt. Und all das habe ich gemacht, nachdem ich raus bin. Aber nicht, weil ich musste, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich will. Also ich musste schon, aber das Müssen kam aus mir raus. Es hat mich wirklich an Hamilton erinnert. An die Zeit, als ich das erste Mal mich in Hamilton verliebt habe. Und ich dachte, they don't make them plays like they used to. They don't make them plays. Vielleicht war das auch eine Angst, mich auf Hadestown einzulassen. Dass ich wusste, wenn es mir gefällt, wird das wieder so ein Hyperfokus bei mir auslösen, der einfach so time-consuming ist. Und here I am. Jetzt stecke ich in diesem Strudel. In diesem Sturm. In diesem sich changenden Wind. Oh ja, jetzt ist cringe. Ich würde daher schon sagen, das erste Gucken von Hadestown oder der erste Kontakt ist erstmal nur da, um sich einen groben Überblick zu verschaffen. Andere Leute haben das vielleicht gemacht, indem sie den Soundtrack erst gehört haben, sich Animatics angeguckt haben, etc., etc. Mein erster Kontakt war, das Musical in London zu sehen. Kam raus, war überfordert, konnte vieles nicht einsortieren. Und je mehr ich mich reingrabe, desto mehr sehe ich, dass diese Verwirrung, die ich am Anfang hatte, ein bisschen Me-Problem ist und ein bisschen das ist, was du auch bei einem komplexen Kunstwerk nun mal hast. Dass es nicht einfach ist und nicht sofort offensichtlich on the nose, wo es ist. So wie die Liebesgeschichte im Glockenspiel zwischen den Zeilen steht und nicht ausformuliert ist, stecken viele der Themen immer wieder zwischen den Zeilen und kommen wieder und reflektieren sich, drehen sich auf den Kopf und werden zu was komplett Neuem. Und doch Bekannten, weil im Endeffekt endet das Musical, wie es angefangen hat, in einem endlos Strudel, der sich immer wieder wiederholen wird, weil sich so unsere Weltgeschichte auch immer wieder wiederholt und wir trotzdem diesen Funken von Hoffnung brauchen, den Orpheus verkörpert, denn sein Ziel ist, mit einem Song die Welt zu verändern. The thing that I love about Orpheus is he's clearly a very hopeful and optimistic person and he has an enduring kind of hope for an idea of what the world can be like, and I think that's very alluring, and I think that's something that's really needed and powerful to watch in the theater. Und beinahe hat er es geschafft. Und dieses beinahe brauchen wir, um nicht selbst aufzugeben, um weiter zu kämpfen und um weiter an das Gute in der Welt zu glauben und nicht zu resignieren, nicht wie Hades zu werden. Populistischer Scheißindustrialist. Aber es ist definitiv ein Stück, wo du nach dem 15. Mal schauen noch neue Dinge entdeckst. Trotzdem würde ich sagen, all das wischt meine Kritik nicht weg. Ich finde immer noch, dass es viele Sachen gibt, die mir nicht gefallen in dem Stück. It is what it is. Es hat für mich zu viel Exposition. Es erklärt einige Sachen zu sehr, andere Sachen zu wenig. Warum brauchen wir so einen großen Fokus auf die Railroad Station und wo das gerade spielt und was das ist und wie das alles funktioniert? Dann wird aber Hadestown und die Hölle untererklärt und in einer Throwaway-Line erklärt, dass es neben Hadestown auch immer noch die Hölle gibt. Dieses Konzept nicht richtig klar zu machen, obwohl das namensgebend für das Stück ist. Dann erklärt wird, dass man nur mit der Railroad nach Hadestown kommt, dann aber in einem Throwaway-Line erklärt wird, nee, du kannst da auch hinlaufen, ist nur kompliziert. All diese Regeln und Dinge, die übererklärt werden und wichtige Sachen, die nur in einem Nebensatz um die Ohren geworfen werden. Und wenn du sie verpasst, einfach Probleme hast, der Story zu folgen. Dazu haben wir das Staging, was super minimalistisch ist und was irgendwie passt zu der Metaphorik, dass eine Sache immer zwei Sachen bedeutet und wir darum uns einfach viel vorstellen müssen, so wie in den Texten. Bei Hamilton wird es ja auch ähnlich gemacht, aber wie gesagt, wir haben hier eine komplexere Welt. Warum kriegen wir nicht so ein Staging? Warum hat man die Railroad entfernt, die ja irgendwann zu einem Stage der Produktion nochmal auf der Bühne zu sehen war? All das hätte helfen können, die Geschichte verständlicher und klarer zu erzählen. Warum laufen wir die ganze Zeit nur auf einer Kreisbühne und warum ist die Kreisbühne nicht eine Railroad? Like literally a Railroad? Warum muss ich mir in Interviews anhören, ja, wenn bei Wait For Me die Lampen von der Decke hin und her schaukeln, ist das ein Symbol dafür, dass die Spotlights über seinem Kopf wandern und er sucht nach den Lichtern? Ja, sure, aber ihr hättet auch einfach eine fantastische Geschichte fantastisch inszenieren können. Gerade wenn eure Texte alle zwei bis drei Sachen zeitgleich meinen. Helft den Leuten doch durch Staging. Und wenn wir so Probleme in der Struktur haben, warum hat der erste Akt dauernd Filler-Songs, dauernd Filler-Solos von Trompeten? Warum muss jeder einzeln vorgestellt werden? Warum müssen wir den zweiten Akt wieder mit einem Throwaway-Song eröffnen, der uns nicht weiterbringt in der Geschichte? Warum haben wir dauernd Stillstand in Songs? Way Down to Hadestown ist ein super catchy Song. Aber er erzählt 5 Minuten eine Info, die du in einem Nebensatz packen könntest. Und die wichtigen Momente, die Spotlight bräuchten, werden dann weggerusht. Die kommen zu All I Ever Known und sie singen, wie gern sie sich gegenseitig halten würden. Aber warum
steht diese Liebesgeschichte nur zwischen den Zeilen? Warum willst du ihn halten? Warum kann nicht einer einmal sagen, weil du das Gegenstück bist zu dem, was ich verloren habe? Weil Eurydice sagt, ich habe die Hoffnung in der Welt verloren und du bist so ein unbelehrbarer Optimist, dass du einfach das Gegenstück zu mir bist und wir zusammen wieder eins sind. All das steht zwischen den Zeilen, aber müssen alle Sachen immer, drei Sachen meinen und können wir nicht einmal, wenn wir die Liebesgeschichte, wenn die so wichtig und tragend ist, das auf den Punkt bringen? Muss das ein wabbeliger Schwabbelball sein, der irgendwie alles bedeuten kann und man auch Freundschaft reininterpretieren kann, aber auch dies und jenes reininterpretieren kann? Das hilft der Geschichte nicht. Das hilft nicht dem emotional investment, das ich brauche, um den dritten Akt wirklich zu fühlen. Ich fühle ihn, weil er gut gespielt ist, weil er Tension bringt, weil er musikalisch stark ist. Aber ich denke mir, hättet ihr das alles im ersten Akt so viel besser aufgebaut, dann ich wäre heulend hier gewesen. So fängt Hades im wichtigsten Moment, wo alles zusammenkommt, mit Persephone an, irgendeinen Volkstanz zu tanzen. Und ich muss mir ein Lachen verkneifen, während Hardcore-Fans um mich rum heulen. I get it, wenn du dich im Vorfeld so viel damit beschäftigt bist und weißt, für was das ein Symbol ist und so weiter, aber man bräuchte das nicht als Vorarbeit, wenn das Stück in sich gut funktionieren würde. Hot Take. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade immer noch am Anfang meiner Hadestown-Reise und trotzdem könnte ich gerade noch ein zweites und drittes Video allein zur Poesie, den Themen machen und so weiter, weil it's everything. Es ist wirklich ein super, super interessantes Musical. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie lange mich das Musical gefangen halten wird. Bei Hamilton waren es Jahre gewesen. Jetzt, wo Hadestown mich persönlich trifft, jetzt 2024, nicht 2019, lebe ich in einer Welt, wo ich umringt bin von exorbitant guten und genialen Shows, wo ich nicht angewiesen bin auf diese eine Show wie damals bei Hamilton, die einfach dieser Lichtblick in der Szene war. Ich habe Strange Loop, ich habe Hamilton immer noch, ich habe Little Big Things um mich rum. Es laggt nicht an guten Shows gerade. Von daher wird, glaube ich, die Zeit zeigen, wie groß der Imprint ist, den Hadestown auf meinem Musical-Geschmack und in meinem Gedächtnis hinterlässt. Und trotzdem muss ich Charlene von On Off Stage recht geben. Es gibt nichts in der Musical-Landschaft, das klingt und sich anfühlt und komplex ist wie Hadestown.